Hallo und herzlich willkommen zum Graustausch Nummer 31, mit dem Thema Telltales Game of Thrones, ein Zwischenstand nach drei Episoden. Und da der gute The Ramen ein Kunstbanause ist und Game of Thrones nicht zu schätzen weiß, habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen, und zwar den Snoggy vom Potato Club. Hallo. Ja, hallo Graumen wollte ich schon sagen, ja. Tja, Hallo wir sind schon Grautruhen eins. natürlich. Schön, dass ich hier sein kann. Natürlich, ich finde, man sollte das Spiel auf jeden Fall mal so gespielt haben. Kann also gar nicht verstehen, warum Saramen das noch nicht getan hat. Ja, weil er mit der Serie schon nichts anfangen kann. Er hat da irgendwie die erste Staffel zu, keine Ahnung, 8 Folgen oder so durchgeguckt und hat dann entschieden, das ist ihm alles zu langweilig. Oh, da ist der Hiede tatsächlich ähnlich, aber ich finde, die haben einfach noch keinen Geschmack. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und wir wollen heute einfach mal nach drei Episoden, die jetzt rausgekommen sind, von 6 von Telltales Game of Thrones, mal ein Zwischenfazit ziehen, wie wir es denn bisher finden. Beziehungsweise euch am Anfang ganz kurz spoilerfrei erläutern, was das dann überhaupt ist und wie wir es finden, und dann später nochmal spoilern, was das Zeug hält, uns über unsere Entscheidungen unterhalten, erinnerungswürdige Momente nennen und gnadenlos Logiklücken aufdecken, die mir natürlich schon wieder aufgefallen sind. Ja, und ja, man kann ganz kurz sagen, das ist eben die Adaption von der bekannten Serie. Es orientiert sich auch ganz klar an der Serie und nicht an den Büchern von Game of Thrones von Telltale. Ist ein klassisches Adventure von ihnen, beziehungsweise eine Geschichte zum Mitspielen, kann man quasi eher sagen. Also, Adventure wäre da zu hoch gegriffen. man könnte vielleicht noch erwähnen, dass es so etwa zum Ende der dritten Staffel einsetzt. Genau. Also da kommt ein, ich glaube, das Finale der dritten Staffel, Anfang vierte Staffel ungefähr, da setzt dann das Telltale-Spiel ein und läuft da, ab dann auch quasi synchron mit der Serie weiter. Man erlebt das Ganze dann aus der Sicht einer Familie, die man in der eigentlichen Serie nicht zu Gesicht bekommen hat. Ja, die nur einmal ganz kurz erwähnt wird am Rande. Aber da gehen wir später drauf ein, weil das im Prinzip schon ein Spoiler wäre, wo die erwähnt wird. Ja, und dann erlebt man eben erstmals in der Telltale-Historie aus der Sicht von 6 Charakteren insgesamt die Geschichte, dass das also quasi wie in der Serie immer hin und her springt. Und bevor wir damit anfangen, sei ganz kurz gesagt, wie du gerade schon sagtest, es spielt während der dritten und vierten Staffel. Das heißt, wir setzen das Wissen aus der dritten und vierten Staffel auch voraus, weil man kann da schwer drüber reden, wenn man dann bei jedem zweiten Punkt sagen müsste, ja, und dann war ja da dieses Ereignis, wo man dann startet. Das wäre ein bisschen schwierig. Deswegen sei das nochmal als Warnung gesagt an die Zuschauer. Genau, also kann jeder jetzt nochmal ganz schnell Pause drücken und alle vier Staffeln nachholen Ja, und dann bitte. wieder hier wieder hineinschalten. Ja, so sollte das sein. Und ich dachte mir, wir räumen mal die offensichtlichen Kritikpunkte am Anfang aus dem Weg, damit wir danach uns über das, was wichtig ist, an dem Spiel unterhalten können. Und zwar wäre da halt zum einen die Technik, die man mittlerweile leider Gottes doch schon als miserabel bezeichnen muss. Was genau meinst du jetzt mit der Technik? Meinst du die Also Grafik-Engine so. oder meinst du so generell das Spielelement, was die da nutzen? Nee, also damit meine ich Grafik und aber auch, wie gut das Spiel läuft. Also wie, ob es ruckelt, ob es Soundaussetzer gibt und so weiter und so fort. Das ist ja so, kann man so als einen Punkt zusammenfassen. Ja, und grafisch ist es ja schon mal nicht so dolle. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, also das habe ich ja bei mir in meinen Reviews auch schon immer wieder erwähnt. Ich bin selber gar kein Grafik. Ich sag mal, ich bin jetzt nicht so wirklich so eine Grafikhure. Ich spiele ja wirklich schon sehr alte Spiele, die noch, was weiß ich, wie blockige Charaktere haben. Aber da ist es wirklich schon sehr auffällig, dass wirklich nur die Gesichter wirklich noch gut, ich sag mal, gut erkennbar und wirklich detailreich sind. Aber ich sag mal so, ab dem Hals wird alles sehr waschig und verschwommen. Ja. Hat zwar so ein bisschen diesen Ölgemälden-Look, sag ich mal, aber wirklich von einer guten Grafik kann man natürlich nicht reden. Ja, genau, es geht mir genauso. Ich bin, was die Grafik angeht, auch eigentlich nicht so empfindlich, und das hat mich hier auch nicht so sehr gestört. Was mich dann aber schon stört, ist, dass sogar auf den Next-Gen-Konsolen oder Current-Gen-Konsolen es immer noch
zu Rucklern kommt, dass es kommt dazu, dass sich der Sound doppelt, ja, oder teilweise auch mal ganz ausfällt. Ich hatte ja, hab ja heute die dritte Episode gespielt, da hatte ich das dann, dass während des Intro-Songs einfach mal für ein paar Sekunden der Sound komplett weg war. Wie ist das bei dir? Du spielst es ja am PC, ne? Genau, also ich habe mir das über Steam gleich am PC geholt und wundere mich dann normalerweise immer mittendrin, warum plötzlich ich total viele Lags hat, weil das einfach mal ohne irgendwie Bescheid zu geben dann immer runterlädt, wenn das dann neu rauskommt. Und bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich vielleicht im ganzen Spielverlauf nur einmal wirklich Probleme mit dem Sound hatte, und das war aber auch nur in einer kleinen Stelle, meine ich. Irgendwo in so einem Gespräch in der zweiten Folge. Ansonsten lief bei mir eigentlich alles super. Also da kann ich leider, da kann, was heißt hier leider, aber da kann ich jetzt dir nicht beipflichten. Auf dem PC lief das Ganze zumindest bei mir relativ flüssig und auch ohne große Probleme. Ja, also man muss sagen, auf der PS4 geht es auch. Also es war jetzt wirklich nicht so, dass ich dachte, okay, ich fühle mich jetzt in meinem Spielfluss gehindert. Aber ich habe ja zum Beispiel bei anderen Videos geguckt, die das auf der Xbox 360 gespielt haben, also auf der letzten Konsolengeneration. Und da geht es wirklich so weit, dass das fast schon unspielbar wird. Also die haben da wirklich teilweise eine Stelle irgendwie 17 Mal machen müssen, weil einfach es so lange geleckt hat, bis der Charakter tot war. Okay. Und so, also da muss man wirklich eine ganz klare Warnung aussprechen. Gib bitte Telltale auf den Last-Gen-Konsolen kein Geld für diese Spiele. Weil die haben da offenbar ihre eigene Engine nach wie vor nicht richtig im Griff. Und ja, auf der Wobei man Next da Gen aber sagen geht. muss, dass sie es bei anderen Spielen wieder ganz gut hinkriegen. Also Walking Dead zum Beispiel spiele ich auch immer auf der Xbox, und da läuft eigentlich auch mal alles ohne Probleme ab. Ja, es schwankt wohl sogar bei demselben Spiel stark. Also ich habe es jetzt bei mehreren gesehen und es war unterschiedlich doll. Was man aber festhalten kann, ist, dass sie auf jeden Fall ihre eigene Engine nicht zu 100% im Griff haben. Und vielleicht sollten sie sich mal überlegen, so wie beispielsweise die Macher von Life is Strange oder so, mal auf eine Fremdengine umzusteigen, dass das alles ein bisschen besser läuft. Gut möglich, oder vielleicht reicht es ja auch, die nur ein bisschen nachzubessern, die Engine. Ja, aber irgendwas, also es ist so, ich bin, wie du auch sagtest, keine Grafikhure, aber so langsam kommt es an den Punkt, wo man sagen könnte, okay, jetzt müssten sie aber langsam mal irgendwas ein bisschen verändern, damit sie nicht irgendwann drohen, von der Zeit selbst überholt zu werden. Ja, und das Zweite, was sicher vielen aufstößt und was auch gefühlt in jedem Test erwähnt wird, ist, dass es halt nicht wirklich ein Spiel ist, sondern man hat sehr kleine Areale, in denen kann man sich ein paar Sachen angucken, aber mit denen auch nicht wirklich was machen. Und ansonsten trifft man halt in den Gesprächen Entscheidungen und macht sonst aber nichts wirklich was. So wirklich Rätsel oder so, wie es noch in Walking Dead Season 1 war, wo sie zwar auch nicht anspruchsvoll, aber vorhanden waren, gibt es eigentlich in Game of Thrones gar nicht mehr, wenn ich mich jetzt nicht irre gerade. Nein, also es gibt diese Sache mit der Karte natürlich noch, aber das war kein wirkliches Rätsel, das war einfach ein Try and Error. Ansonsten, nee, wirklich Rätsel gibt es gar nicht mehr. Was ich jetzt sagen muss, in der neuen Folge jetzt haben sie zumindest schon mal ein bisschen mehr am Kampfsystem getan, indem sie zumindest noch ein Element dazugefügt haben. Ja, das stimmt. Also sie bemühen sich, also ich muss sagen, mich persönlich stört es irgendwie überhaupt nicht, weil ich mag diese Spiele, ich mag auch Heavy Rain und Co. Bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich bis zu dem Punkt, wo die Story sich komplett in Luft auflöst. Aber an sich kann ich damit gut leben, wenn ich quasi einfach nur meinen Charakter steuere und ihm Wörter in den Mund lege. Ich bin damit eigentlich immer ganz zufrieden. Also für mich gilt irgendwie immer so dieser Punkt, dass es spielerisch nicht besonders anspruchsvoll ist. Ist für mich immer gar nicht so fatal. Auch wenn ich schon Also, zugeben muss, dass ich bei Life is Strange jetzt gemerkt habe, dass man zumindest im Bereich des Gebietsareals und was man sich alles angucken kann, doch schon noch einiges besser machen kann als Telltale. sagen wir mal so, also ich sag mal, die Story ist ja wirklich gut. Aber ich sag mal, wir sind da ein bisschen zu sehr geradlinig. Ich finde, man kann noch ein bisschen zu wenig mit der Umgebung interagieren.
das hattest du ja jetzt quasi auch schon so ein bisschen angedeutet. Da gab es ja auch zum Beispiel in Folge 1 war das noch, wo du mit dem Ethan, ja, Ethan war das, Ja. der kleine Lord, da konntest du ja zumindest noch ein bisschen auf dem Hof rumlaufen, dich mit Leuten unterhalten und dir ein paar Sachen ansehen. Das hat jetzt, glaube ich, von Folge zu Folge immer mehr abgenommen. Stattdessen ist es dann wirklich so, du hast nur noch das ganz Wichtige und kannst dich dann normalerweise auch nur mit drei Sätzen für irgendetwas aussprechen, die aber dann im Grunde immer mit der gleichen Antwort dann beantwortet werden, wenn es denn jetzt nicht gerade eine sehr wichtige Frage war, die sich der Kerl merken wird. Das war so Ja. eine Sache, die ich auch immer blöd fand. Du kannst, egal wie du auf den antwortest, er sagt dir quasi immer das Gleiche. Zum Beispiel hier in Folge 2, wo sie dann alle auf dem Burghof standen, ist eigentlich egal, was du dem Schläger da gesagt hast, der mit dem Dolch, Ja. er hat dir immer wieder das Gleiche erzählt und eigentlich konntest du in dem Moment auch einfach gar nichts sagen und die Geschichte wäre auch so weitergelaufen. Da finde ich also, die sind noch ein bisschen zu geradlinig, die gehen nur auf diese, ich sag mal, auf die primären Stränge ein. Das heißt, wo sich wirklich die Leute dann was merken, da entscheiden sie sich dann hinterher auch anders, da wird die Geschichte ein bisschen anders. Aber es wird halt kein, es wird nicht mal ein anderer Satz hinterher gesagt, wenn du eben mit einem völlig anderen, mit einer völlig anderen Meinung auf einen anderen Charakter zugehst. Ja, das stimmt. Da wäre auf jeden Fall Also, noch es klingt jetzt gerade Verbesserungspotenzial. so, als würde ich das Spiel total haten, aber es sind jetzt nur Sachen, die mir gerade so auffallen und ich finde das Spiel natürlich auch sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, ich bin ja von Folge 1 doch recht enttäuscht gewesen. Ja, ich weiß, Aber da hatten wir eine Diskussion, da war ich ja so total begeistert und habe gesagt, oh, und sie haben die Atmosphäre so super eingefangen und alles toll, 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 und du warst eher so, naja, irgendwie war es doch eher ein enttäuschender Auftakt. ja, das, also ich glaube, das liegt halt so an diesem Fandom, was man auch drumherum aufbaut. Also man hat das ja schon ein oder anderthalb Jahre vorher schon angekündigt, dass das Spiel rauskommen wird. Seitdem habe ich quasi auf das Spiel schon gewartet. Und da war es dann natürlich so, natürlich, es muss alles wie bei der Serie sein, es muss auch wirklich atmosphärisch sein und so weiter. Das haben sie ja auch einigermaßen hingekriegt, aber es war halt immer noch nicht, ich sag mal würdig in diesem Sinne. Es ist zu wenig in der Zeit da passiert, dass man sagen konnte, ja, das war ein guter Einstieg. Aber so langsam würde ich jetzt sagen, bauen Sie wirklich in die richtige Richtung hin und Zeit bin ich doch von Folge zu Folge begeisterter. Ja, das ist doch, aber das ist doch auch gut. Klein anfangen und dann immer größer werden. Genau. Also Ja. ist es besser, als wenn es jetzt genau umgekehrt wäre. Man wäre am Anfang total begeistert, dann wird es immer schlechter. Ja, und dann würde ich mal zu den Aspekten kommen, die wir positiv finden, oder ich zumindest. Also, ich finde nämlich für meinen Teil zum Beispiel, dass sie diese Game of Thrones Atmosphäre wunderbar eingefangen haben. Also ich hatte irgendwie von Minute 1 an wirklich das Gefühl, ich bin hier gerade in Westeros. Und ja, habe mich sofort wieder wohlgefühlt, also so wohl, wie man sich in dieser Welt fühlen kann. Ja, das stimmt. Also Atmosphäre, wie gesagt, bin ich immer richtig dabei. Für mich ist eine Atmosphäre auch sehr wichtig in dem Spiel. Und da hat das wirklich Game of Thrones richtig gut geschafft. Also Telltale gibt ja noch ein paar andere Game of Thrones Spiele. Und da muss ich sagen, hat es aber zum Großteil auch die Synchronsprecher gemacht, die ja wirklich die Schauspieler von den da die Schauspieler der Darsteller. Genau. Die Schauspieler der Darsteller. Das waren ja wirklich die Schauspieler aus der Serie Game of Thrones. Ja, also das finde ich auch sehr wichtig. Also es wäre sehr befremdlich gewesen, wenn man jetzt plötzlich andere Stimmen hören würde als die eigentlich gewohnten. Und dadurch, dass das nun die echten Schauspieler waren, war es natürlich gleich, hat man sich noch mal viel mehr reingesogen gefühlt, hatte dann wirklich so das Gefühl, okay, ich spreche hier gerade mit Cersei, ich spreche hier gerade mit Tyrion und Co. Genau. Was ich bis jetzt noch ein bisschen schade fand,
Was jetzt aber noch kein großer Kritikpunkt ist, dass man derzeit noch, obwohl man quasi am Hof ja öfters ist mit einer der Charaktere, dass man weder die Spinne noch Kleinfinger getroffen hat. Ja, aber ja doch. Gut, wir gehen ja später noch auf die Story drauf ein. Ich glaube, bei Littlefinger braucht man sich nicht mehr so viel Hoffnung machen, dass man den noch trifft. Ja, aber das können wir dann nachher nochmal sprechen. Aber es stimmt, da sind schon noch, es wären schon noch Charaktere, die man noch aufgreifen könnte. Also ja, ich sag mal, es gab auf jeden Fall jetzt, wo wir jetzt noch atmosphärisch waren, gab es ja jetzt wirklich noch sehr viele Momente, wo du auch wirklich dann doch recht begeistert mit bist. Ich sag mal, das Ende der letzten Folge jetzt, also Ende der Folge 3, fand ich zum Beispiel richtig super, wo dann noch ein neuer Charakter wieder reinkam, den man aus der Serie auch kennt. Und ich sag mal, allein schon das Intro hatte mich eigentlich schon gepackt. Ja. Weil es doch in dieser Folge jetzt wirklich sehr viele What the fuck-Momente gab, sag ich mal. Ja, also das kann man sowieso generell auch sagen, dass also die Enden und generell diese Fähigkeit, diese Game of Thrones Momente zu rekreieren. Also das haben sie offenbar wirklich drauf. Also sie haben mich wirklich schon zwei, drei Mal an so einem Punkt gehabt, wo ich wie bei der Serie mit offenem Mund da saß und dachte, was passiert hier gerade? Oh ja, aber nicht nur auch so von den Plot-Twists, sondern auch so, ich sag mal, allein schon finde ich es super, dass Telltale es genauso wie die Serie schafft, Ohrwürmer zu erzeugen. Sag mal, das Ende der letzten, das Ende der zweiten Folge zum Beispiel bleibt einem wahrscheinlich auch immer im Kopf. Und ähnlich wie, welche waren das? Beer and the Maidenfire und Lord of Castamere. Ja, The Rain of Reigns of Castamere. Castamere. Genau. Ging zwar um den Lord of Castamere, aber es war natürlich Rain of Castamere. Die sind ja relativ große Ohrwürmer. Und ich finde aber, das Lied von Telltale hat es da auch geschafft, sag mal ebenbürtig zu werden. Ja, das stimmt. Ja, und dann ist es halt so, also was dem Spiel ja öfter mal vorgeworfen wurde, um mal so ein bisschen spoilerfrei erstmal auf die Story einzugehen, dass es am Anfang schon so wirkt, als würde man im Prinzip House Stark 2.0 spielen, so ein bisschen. Oder eher Ja, 1,5. Eigentlich sind die Starks ja wichtiger als das Haus hier. das sehe ich ehrlich gesagt ja auch so. Also ich bin ja auch einer von diesen Kritikern, die das so gesagt haben. Von daher, ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt lediglich kleine Unterschiede. Ansonsten hat man genau das gleiche Modell wie auch bei den Starks gehabt. Ja. Und man spielt ja quasi auch noch auf der gleichen Seite. Ja. Also ich sag mal, ich finde es insofern okay. Also mir ist es am Anfang natürlich auch aufgefallen, dass sie es schon so arrangiert haben, dass man einen Charakter in jedem wichtigen Gebiet hat, was man so bereisen kann, damit man auch möglichst alle Charaktere mal treffen kann. Und dass sie auch viele gleiche Schicksale haben. Aber ich sag mal, ich finde es insofern okay, dass sie sich, finde ich, schon immer mehr davon lösen, so nach und nach. Und eben auch diesem House Forrester eine eigene Bedeutung geben und immer mehr von den großen anderen Häusern wegkommen und es immer mehr um diesen Konflikt von House Forrester mit dem House Whitehill geht, ohne dass jetzt da sich ständig irgendwelche großen Figuren einmischen müssen. Ich glaube, das ist aber auch so, sag mal, so ein bisschen die Stärke von Telltale, dass die eben wirklich immer eine, sag mal, größere Marke dann wirklich nehmen und dann sich aber eine eigene Geschichte in dieser Marke wiederum erschaffen, sag ich mal. Ja, also da haben sie mich auch wirklich überrascht, weil ich war am Anfang, ich habe mich sehr gefreut auf das Spiel, war aber auch sehr skeptisch, weil ich dachte, dass sie es nicht hinkriegen würden, bei so einem Haus, was bisher überhaupt nicht aufgetaucht ist, dem irgendwie eine große Relevanz zu geben. Ich dachte, okay, die Gefahr ist sehr groß, dass es nur um die große, um die Big Player geht und man sich so denkt, ja, okay, ich spiele hier so eine kleine Nebenstory, die aber den eigentlichen Verlauf der Geschichte nun nicht maßgeblich beeinflusst. Und ich muss sagen, das haben sie echt gut hinbekommen, dass es schon so ab, naja, anderthalb, der anderthalbten Episode sozusagen, dass es mir schon total wichtig war, was mit diesem Haus passiert und ich mittlerweile alles tun würde, um mein Haus Forrester zu retten. Ich finde aber jetzt auch ganz schön, dadurch, dass das eben gerade so ein bisschen den Starks ähnelt, so von der Geschichte her,
Kann man aber auch für sich selber immer denken, was hätte ich da anders gemacht? Ja. Und ich habe da schon gemerkt, dass ich da ganz anders bin als so manch einer von den anderen, die dann auch sagen, boah, ich setze das Leben der Familienmitglieder über den der Familie quasi, indem ich jetzt quasi alles tue, um die zu retten und so weiter. Und ich zum Beispiel persönlich habe dann immer gesagt, scheiß auf den Einzelnen, dass die ganze Familie muss überleben. Also hätte ich jetzt quasi wiederum einen exakten Gegenpol zu den Starks, wo ich dann hinterher aber auch hoffe, dass ich das dann in der Story hinterher auch richtig, dass dann hinterher auch richtig Konsequenzen haben wird. Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, sie werden so diesen Weg, den sie bei Walking Dead Season 2 gegangen sind, weitergehen, dass so die ihre eigentliche Geschichte, die sie erzählen wollen, bis kurz vor Schluss schon etwa gleich verläuft und sich dann wahrscheinlich deine Entscheidung in mehrere verschiedenen Enden aufsplitten. Dass es wirklich so ist, dass man jetzt ab Episode 4 oder 5 komplett andere Handlungsverläufe hat, glaube ich offen gestanden nicht, weil es hat Telltale noch nie so gemacht. Und es kann natürlich sein, dass sie uns jetzt überraschen, aber ich habe ja schon mal gesagt, wie unglaublich schwer das wäre, wenn sie es wirklich so machen, Episode 1 endet und kann sich in mehrere Wege aufsplitten und dann können sich diese Wege wieder in mehrere aufsplitten. Das wäre ja im Prinzip kaum machbar. Und deswegen glaube ich, dass sie da wieder sehr aufs Ende gehen werden, dass wahrscheinlich in der sechsten Episode sich dann die bisher getroffenen Entscheidungen wahrscheinlich ziemlich auswirken. Hoffe ich auch. Ja, ich nehme auch mal an, dass die jetzt nicht jedes Mal eine andere haben. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Walking Dead, wo es dann hinterher quasi dann auch am Ende sich quasi nur noch rausgestellt hat, wie viele von den Charakteren kommen jetzt quasi mit ins nächste Kapitel. Ja, das, wie gesagt, es war so da, also es wird ja jetzt in, Aber ja. ja. Aber ich persönlich finde es jetzt gerade doch noch so ein bisschen schwer, dass sie da den Ramsay Snow mit reingenommen haben in diese ganze Geschichte, weil ich persönlich spoiler mich quasi damit dann ja so ein bisschen selber, dass ich die Serie kenne. Weil ich kann ja dann quasi davon ausgehen, dass der Kerl nicht stirbt, bis er in der Serie gestorben ist. Das heißt, wenn du so ungefähr weißt, wie weit man da ungefähr jetzt kommt, kannst du dir immer so überlegen, ja, da lebt Ramsay noch, da lebt Ramsay noch und dann vielleicht warst du irgendwann in der Serie da und da ist er tot und dann kannst du ungefähr wissen, wie das denn bei dir in den Folgen sein könnte. Ja, wobei, also das Problem habe ich an einer anderen Stelle, wo ich dann später noch mal im Spoilerteil drauf eingehen möchte. Wobei ich es bei Ramsey gar nicht so schlimm finde, weil ich tatsächlich glaube, der hatte jetzt seinen Auftritt. Ich glaube, der hat jetzt dafür gesorgt, dass das so richtig ins Rollen kommt, das Ganze. Auf welchem Wege, sagen wir dann gleich noch. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der jetzt nochmal auftauchen wird. Der hat jetzt seinen Part gespielt und ist jetzt, glaube ich, weg. Die Oberbösewichte sind jetzt die White Hills. So habe ich das jetzt zumindest mal gedeutet. Also, ich glaube auf jeden Fall, dass Ramsay Snow noch auftauchen wird. Wir denken vielleicht noch mal an Asher, der ja auch quasi ihn zum Erzfeind erkoren hat jetzt. Der will ja auf jeden Fall noch gegen Ramsay ziehen. Von daher glaube ich, dass auf jeden Fall noch die eine oder andere Interaktion mit ihm kommen wird. Hoffentlich eher auf dem Schlachtfeld. Ja, schauen wir mal. Ja, und dann würde ich zu guter Letzt nochmal fragen, bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, wie du dann die Charaktere fandest. Also findest du die gelungen oder sagst du da wirklich auch so konsequent, das sind quasi eigentlich Abziehbilder der Stark-Charaktere? Also, es ist da relativ verschieden. Also wir haben, wenn wir das Ganze jetzt mal so durchgehen, wir haben natürlich Lord Forrester, der gestorben ist, wodurch die ganze Story ins Rollen gebracht wird. Wäre Ja. eigentlich Ned Stark. Dann hätten wir noch seine Frau, die auch noch genauso aussieht wie Catelyn Stark. Dann haben wir den ältesten Sohn. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht groß spoilern kann, spoilern muss, der jetzt quasi die Familie so ein bisschen leitet. Dann hätten wir, Moment, Ethan und seine Zwillingsschwester. Ja. Und bei den beiden ist es jetzt wirklich so, die gehören nicht wirklich zu den Starks. Ansonsten würde ich zurzeit noch sagen, alles so. Weil du hast sogar noch den kleinen Ryan, den du immer vergessen wirst, und du hast das Gleiche bei den Starks. Das ist derjenige,
der den Struppel hat, Ja, der mit Rickon. der Wildlingsfrau dann hinterher da jetzt Ja. unterwegs ist. Also Ja. du hast eigentlich als eigene Charaktere hast du jetzt Asha, denjenigen, der hinten auf Essos ist gerade. Dann hast du den Ethan und du hast seine Zwillingsschwester. Das sind die Ja. drei eigenen Charaktere in der Familie. Genau, Weil und wenn auch wir. der Tuttle ist ja auch quasi Jon Snow auf der Genau, und Mauer. Mira Forrester ist im Prinzip Sansa, 1:1. Genau. Siehst du, die hätte ich auch schon wieder vergessen, aber die vergesse ich in der Serie auch immer. Von Ja. daher. Wobei, also Wobei. dann fehlt den Starks noch eine Arya. Das stimmt, aber wer Den weiß. Forresters natürlich. Was da noch so kommt. Also Aber es ich muss sind. sagen, dass ich die Charaktere trotzdem insgesamt sympathisch fand. Also ich fand, dass jeder von denen schon so seine eigenen Charakterzüge hat und dass ich mit meinen Worten ihn nicht komplett fremdbestimme, sondern dass die Charaktere das immer noch so auf ihre Art rüberbringen. Auch so, Ja, dass ich teilweise ich eine habe jetzt auch Antwort nicht gebe. gesagt, dass die jetzt total unsympathisch sind, aber sie haben auf jeden Fall schon ihre Vorbilder gehabt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube wirklich, dass der Hauptpunkt dahinter auf jeden Fall war, dass man also dass man alle Big Player der Serie mal abklappern kann. So, ich glaube schon, dass das so der primäre Hintergedanke war davon. Und mit den Starks kann sich halt nun mal auch einfach fast jeder identifizieren. Ja, das sowieso. Also, ich persönlich habe zwar nicht von Anfang an für die Starks gehalten, ich war ja eigentlich vorher der Renly, Verfechter, aber das hat ja relativ schnell aufgehört. Ja, aber klar, die Starks waren natürlich immer der Bringer Nummer 1, sag ich. Von daher wahrscheinlich auch das Beste, um da einen Telltale rauszumachen. Wobei, Ja. ich glaube, da gäbe es sogar noch interessantere Familien. Zum Beispiel die Karstarks. Ja, die Von denen hätten hätte ich das. ganz gerne mal sowas gehabt. Das wäre natürlich auch ganz lustig gewesen, gleich so einen schönen Konflikt zu haben. Weil Genau, die. man hätte ja dann quasi gleich noch den Vater gehabt, der sich gegen den Stark Jungen aufgelehnt hat, der also sogar noch in Unehre gefallen ist mit dem König des Nordens. Und ich glaube, in dem Moment wäre wahrscheinlich auch ein richtig guter Pakt entstanden, weil man müsste ja entweder sich wieder mit dem Norden gut vertragen oder der hätte gleich zum Beispiel zum, was war das? Pale, ne? Das Tal? The Green Whale, ja. Genau, sich entweder denen wieder anschließen müssen oder gleich mit den Lannisters. Da hätte man wahrscheinlich noch einiges mitmachen können, aber ist vielleicht auch ganz gut, dass sie jetzt ein unbeschriebenes Blatt genommen haben. Aber ich Ja. hätte es jetzt auch auf jeden Fall ganz schön gefunden, auch mal so einen kleinen Nebenweg zu gehen. Ja, das stimmt schon. Aber ihr hört auf jeden Fall, wir sind, also die Technik, beziehungsweise Grafik und das Spiel an sich. Sind jetzt, also das Game Design sind jetzt vielleicht nicht so überragend, aber das, worauf es bei einem Telltale-Spiel ankommt, nämlich Story, Atmosphäre, Charaktere, das passt eigentlich alles. Also für alle, die jetzt den Spoiler-Part nicht hören wollen, sei das an dieser Stelle zumindest von meiner Seite nochmal ganz wärmstens empfohlen, das Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem da es jetzt ja nicht so viel kostet, man zahlt 5 Euro pro Episode. Also als abschließendes Fazit vor. Im Spoiler-Teil kann man schon sagen, dass man das schon empfehlen kann, oder? Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt wirklich mehr auf Atmosphäre und Story setzt und ich sag mal, sich auch gerne überraschen lässt in der Geschichte und öfters mal mit offenem Mund dann manchmal auch da sitzt, beziehungsweise da sitzen möchte, ist das Spiel auf jeden Fall zu empfehlen. Einzig schade ist halt nur, dass das Spiel dann immer in Episodenformat rauskommt, wo man dann doch ein bisschen länger darauf warten muss, wie es denn weitergeht. Aber so hat man wenigstens immer jede Menge Zeit, um sich mit anderen darüber auszutauschen. Ja, übrigens war das Game of Thrones. Upsala. Ja, da hat es mir auch gleich die Sprache bzw. das Mikro verschlagen. Moment. Ja, das Da kann ja bin mal ich wieder. passieren. Ja, Okay.
Was wollte ich sagen? Genau, das war ja die Game of Thrones Staffel. Hier war ja auch der Grund dafür, warum ich angefangen habe, überhaupt Spiele im PlayStation Network zu downloaden. Das habe ich nämlich lange Zeit nicht gemacht, weil ich irgendwie immer so ein bisschen gegen DLCs war und so und dachte, nee, auch wenn sie gut sind, ich downloade nichts. Ja, und habe mir dann immer die Komplettversionen von Telltale geholt am Ende, wenn es durch war. Aber bei Game of Thrones war es jetzt so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr, jetzt muss ich jede Episode sofort haben, wenn sie rauskommt. Also bei mir war es jetzt so, ich habe bei Telltale habe ich jetzt angefangen bei Walking Dead. Da war dann Staffel 1, glaube ich, schon so gut wie. Nee, Staffel 2 war, glaube ich, schon so gut wie raus. Und ich habe aber am Anfang alles quasi schon so durchgesehen, bei manchen als Let's Play und so weiter. Hab dann mir aber gedacht, ich spiele das Ganze dann doch nochmal selber. Hab das dann quasi beide Staffeln dann geholt, als Season Pass und so weiter. Hab dann innerhalb von 2 Abenden habe ich dann alles durchgezockt, war dann schon ziemlich angefixt. Und jetzt bei Game of Thrones war es natürlich auch so, dass ich dann auch gleich, sobald es quasi rauskam und ich gesehen habe, war das Ganze da und da für Season Pass bekommen, habe ich mir das natürlich dann da geholt und spiele es ab jetzt immer, wenn es rauskommt. Ja, ich bezahle ja tatsächlich jede Episode einzeln statt dem Season Pass, damit sie an mir noch 6 € mehr verdienen als so. Wobei, ich nehme doch mal an, das wird eher die Plattform dann bekommen, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, die werden ja prozentual beteiligt werden. Von daher, wenn nicht, verdient Sony an mir Geld. Das ist auch schön. Ich fördere die Wirtschaft. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Spoiler-Part über, um über unsere erinnerungswürdigen Momente zu reden und natürlich auch uns auszutauschen, wie wir uns denn entschieden haben in den einzelnen Situationen. Und ja, alle, die hier an dieser Stelle ausmachen wollen, verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuhören. Und alle anderen können dann jetzt weiterhören und sich ärgern oder freuen, dass sie sich anders oder gleich entschieden haben und was das für Auswirkungen hat. Denn man kann ja sagen, in Teilen hat es zumindest Auswirkungen. Ja, auf jeden Fall, aber dann meistens auch auf lange Sicht. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das am besten chronologisch, oder? Ja, machen wir das doch. Fangen wir in Episode 1 an. Genau, was war denn damals noch das Erste? Ich glaube, so eins der größten Sachen in der ersten Episode war natürlich, wie man sich da als Berater genommen hat. Ja, also wir Den können es sogar Duncan oder den. Wie hieß er? Reynald vielleicht? Roiland. Roiland, ja. Nicht Ja. Reynald, sondern Roiland. Wir können es sogar ganz chronologisch machen, denn ich habe es mir ganz vorbildlich aufgeschrieben. Oh, Ich du hast habe das vorgearbeitet. habe Sehr vorhin noch schön. mal in meine Choices reingeguckt beim Spielen und habe mir das rausgeschrieben mit Prozentangaben, ob ich in der Über- oder Unterzahl war. Oh. Ja, Ja, und dann machen wir das doch so. Die allererste Entscheidung, die sich das Spiel merkt, ist die, ob man den anderen Knappen bei der Red Wedding zurücklässt oder ob man ihn warnt, Bowen. Ich habe ihn tatsächlich noch gewarnt. Ich habe ihn knallhart zurückgelassen, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, Bowen, we have to go, und überall wurden schon die Armbrüste gezückt und so, und ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie hier meinen Lord Forrester retten. Na gut, dieser Plan ist nach hinten losgegangen, aber das hat bei mir in jedem Fall dazu geführt, dass Bowen einen Speer durch den Hals gerammt bekommen hat und ja, definitiv tot ist. Also bei mir hat er es dann tatsächlich auch geschafft, noch mitzukommen und der war dann auch im Kampf dabei. Hat sich dann auch gegen den einen oder anderen der, wie heißen die? Das waren die mit den Türmen. Die Phrase. Genau, gegen die Freys hat er sich dann auch nochmal geschlagen. Ich glaube, mit einem der Hauptmänner hat er da irgendwie gekämpft. Ich weiß aber nicht mehr, was genau dann hinterher aus ihm noch wurde. Ja, aber ich Aber muss sagen, ich glaube, das ist auch tendenziell eine von den Entscheidungen, die eher nicht so wichtig war. Eher wichtig könnte dann die nächste sein, und das ist da, wo man mit Marjorie bei Cersei vorgeladen wird und Cersei einen dann fragt mit Myra Forrester, ob man der Krone oder Marjorie die Treue schwört. Und da habe ich für meinen Teil Marjorie die Treue geschworen, weil ich einfach in diesem Moment in einem tollkühnen Wahn meinerseits Cersei die Stirn bieten wollte. ja,
Ich kann Cersei Lannister, also die Schauspielerin selber, ist jetzt okay. Darauf beziehe ich das jetzt nicht so groß, wie manche das schon tun. Aber den Charakter Cersei Lannister kann ich einfach nicht ab. Ja. Und ich habe mir ja immer gedacht, Margaery ist diejenige, an die ich mich später wohl wenden muss. Und ist ja auch diejenige, der ich untergeben bin da als Mira. Und deswegen hatte ich auch Marjorie die Treue geschworen. Ja, mein Punkt war, also ich hatte exakt denselben Gedanken. Ich habe gesehen, ah, okay, ich bin die Handmaiden von Margaery. Das ist mir sehr willkommen, weil die hat bis jetzt in der Serie noch nichts richtig Böses gemacht. Und die führt garantiert auch was im Schild und hat Ach, Faustdick hinter den Ohren. ja. Ja. Nichts komplett Böses, sagen wir es mal so. Nichts komplett Böses, ja. Und ich schätze sie als sehr mächtig ein und wollte mich halt auch von Anfang an sie halten und ihr super treu sein. Da kommen wir dann später noch dazu. Das ist bei mir ganz grausam nach hinten losgegangen alles. Ja, da gibt es ja später eine Sache, die sich darauf auswirkt. Ja. Sollen wir das jetzt schon da erzählen, oder? Ja, können wir machen. Weil das ist ja jetzt eine Sache, die jetzt wirklich damit zusammenhängt. Und zwar wird man hinterher von der, genau, dann geht es hinterher um die Sitze der auf der Hochzeit irgendwie. Und da heißt es, dass die beiden Dienerinnen von Margaery, das heißt Mira und die Sarah. Sarah Rose, genau, beziehungsweise die hat ja einen anderen Namen, ist aber Rose, egal. nee, Flowers. Flowers, ja. Ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander, was diese Namen angeht. Genau, dass die jedenfalls keinen Platz bekommen sollten. Und da kann man sich dann auch entweder für Cersei aussprechen oder auch für Margaery, dass man eben diese Plätze bekommt. Und ich persönlich wollte quasi schlichtend sagen, es ist okay, dass wir quasi keinen der Plätze kriegen, damit die sich eben da nicht groß angreifen wegen so einer Kleinigkeit. Also für mich war es ehrlich gesagt eine Kleinigkeit. Und dann hatte mir nämlich dann diese Cersei Lannister eiskalt, hatte sie dann gesagt, ich wäre ja so wankelmütig, weil ich erst Margaery die Treue geschworen hätte. Und wäre ihr dann jetzt quasi in den Rücken gefallen, weil ich jetzt der Königin recht gegeben hätte. Ja, das ist exakt das, was bei mir auch passiert ist. Ich dachte auch so, ja, mein Gott, wir sind die Handmaidens. Wenn die Königin sagt, kennt euren Platz, ihr seid nicht dabei, dann sind wir halt nicht dabei. Und in dem Moment, wo Cersei dann sagt, ach, jetzt plötzlich schwörst du dem König die Treue, da saß ich wieder so da und dachte so, ey, Telltale, ihr schafft es wirklich so perfekt an der Serie zu sein, weil exakt so hätte Cersei sich auch in der Serie verhalten. Ja, also Also, das war auf jeden Fall schon ein Moment zum Schmunzeln und sich aufregen. wobei ich glaube, dass Cersei richtig in der Serie nicht ganz so direkt gewesen wäre. Ich glaube, das wäre dann hinterher so, ich sag mal, 2 oder 3 Folgen später dann irgendwann auf dich zugekommen. Ja, das schon, aber also man merkt auf jeden Fall, sie ist ja in der Serie schon, dass sie so beim Fußvolk und so, dass sie die ja schon gerne rumschubst und auch sehr offensichtlich mit ihrer Macht spielt. Also ja, aber ich meine auch diese Doppelmoral, also dieses, dass da eine Kleinigkeit ist und sie dann so, ach, jetzt lege ich dir das mal andersrum aus. Ja, das kann sie sehr gut. Ja. Ja, die nächste war dann eine, wo ich nicht weiß, da könnte ich mir vorstellen, dass sie noch wichtig werden könnte. Und zwar gibt es ja in Iron Wrath diesen Dieb, der irgendwie Waffen geklaut hat und Essen von den Foresters, und dann muss man als Ethan Forester entscheiden, ob man ihm 3 Finger abhackt, ihn verschont oder zur Wall schickt. Uff, Ja. da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was ich gemacht habe. Ich glaube, da hatte ich es irgendwie für eine Aufnahme sowieso zweimal gespielt mit zwei unterschiedlichen Sachen. Und ich meine aber, als erste Sache habe ich ihn zur Mauer geschickt, weil ich dachte, das ist schon irgendwo eine Bestrafung, aber ich schneide ihm wenigstens jetzt nicht irgendwie noch Finger ab und was weiß ich was. Mit der Mauer kann er zumindest noch leben. Ja, ich habe ihn auch an die Wall geschickt und die einzige Konsequenz, die ich bis jetzt gesehen habe daraus, ist, dass er halt dann da auch tatsächlich auftaucht. Also dass wenn dann da
ausgerufen wird, wer zum Ranger wird und so weiter, dass er dann da eben auch aufgelistet wird und er wird, glaube ich, zu den Bildern geschickt, also zu denen, die die Mauer instand halten sollen. Habe ich gar nicht so, siehst du, den habe ich schon so aus dem Kopf verdrängt, den habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ja, also ich glaube, dass der halt schon noch wichtig werden könnte, weil wenn er weiß, wer Garrett Tuttle ist und dass der mit den Forresters zusammenhängt, könnte das ja natürlich schon sein, dass der noch versucht, sich zu rächen oder ähnliches. Ja, gut möglich. Ja. Ach so, das habe ich jetzt immer vergessen. Übrigens, Bowen zurückgelassen haben 45,5%. Marjorie, die Treue geschworen, haben 31%. Da sind wir also sehr, sehr in der Unterzahl, beide. Und 38,3% haben Eric an die Wall geschickt, also den Dieb. Ja, gut, das ist dann aber auch ein gutes Drittel von drei Entscheidungen. Ja. Ja, und das nächste war dann das, was du schon angesprochen hast, nämlich, dass man sich dann als Ethan Forrester entscheiden muss, wer sein Sentinel wird, also der, ja, die rechte Hand Berater, quasi ja, genau. des Lords. Und ja, da war ich stark in der Unterzahl mit Sir Roiland, dem kriegerischen, grummligen Typen. Da muss ich auch wieder sagen, ich habe das wieder zweimal gespielt. Und zwar, weil sich das ja hinterher am Ende nochmal auswirkt mit Ethan, wer ihm da quasi zur Seite steht. Und ich dachte beim ersten Mal, vielleicht wäre das einfach die falsche Wahl. Und dann habe ich es hinterher nochmal gespielt mit der anderen Person. Ich habe am Anfang, hatte ich Roiland genommen, weil ich mir dachte, wir sind jetzt gerade quasi in der Kriegszeit. Und da passt es vielleicht besser, diesen Hauptmann zu nehmen, der ja doch Ahnung vom Kämpfen hat. Und ja, beim zweiten Mal habe ich dann Duncan genommen, auch einfach, weil der mir sympathischer war. Und dann habe ich einfach mit Duncan weitergespielt. Ja. Also ich spiele ja die Telltale-Spiele immer so nach dem Prinzip, ich treffe meine Entscheidung und dabei bleibe ich dann auch. Also ich spiele die auch immer ganz konsequent nur einmal durch. Weil und sag mir dann, okay, ich muss damit leben, was ich entschieden habe. Und ja, bei mir waren die Gedanken aber auf jeden Fall exakt dieselben, dass ich dachte, okay, Duncan will immer beschwichtigen und will sich immer unterwerfen und alles diplomatisch lösen. Und ich dachte halt, okay, da kommt halt fucking Ramsay Snow. Und mit dem kann man nicht verhandeln. Er So, hat das war mein meistens auch Gedanke. keine so direkt nachvollziehbaren Gedankengänge in der Hinsicht dann. Ja. Ja, da war ich, wie gesagt, sehr in der Unterzahl mit 36,9%. Da waren die meisten wohl, wollten eher diplomatisch vorgehen. Und dann kam die Entscheidung, die mich als einzige ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen, weil sie nämlich absolut überhaupt keine Auswirkungen hat. Und das ist die, ob man Ramsay in der großen Halle empfangen möchte oder am Tor. Oh ja. Ja, wie gesagt, ich hatte ja zweimal gespielt. Beim ersten Mal habe ich ihn in der Halle vorgestellt, einfach weil ich mir dachte, das wär höflicher. Beim zweiten Mal, als ich dann versucht habe, vorsichtig zu sein, habe ich ihn natürlich dann vor der draußen warten lassen. Ja. Ja, und das endet aber beides damit, dass Ja, Ethan stirbt. es hat dummerweise, egal was man da tut. Ob man ihm zum Beispiel Salz und Brot anbietet oder nicht, ob man jetzt ihm welche Ländereien gibt oder nicht, das Ganze hat hinterher alles den gleichen Ausgang. Und das war eben genau das, was ich auch schon mehrmals gesagt habe. Egal, was man sagt, normalerweise hat es dann genau das gleiche Ende, die gleichen Sätze. Ethan stirbt dann dummerweise. Und es ist Ja. auch egal, wie man da als Sentinel genommen hat. Und es ist auch so, es hätte mich jetzt gar nicht so gestört, weil ich sage, okay, der Tod von Ethan ist nun mal zentraler Punkt der Geschichte. Was mich Ja. gestört hat, ist, dass es wirklich so ist, dass man ja Ramsays Armee vor den Toren lässt. Also er kommt alleine rein und dann endet es aber trotzdem damit, dass er in die Hände klatscht und seine Armee kommt zur Tür reingelaufen. Wo ich mich dann gefragt habe, ja, wie sind die denn reingekommen? Wer hat denen denn das Ja, Tor genau. aufgemacht, welcher Depp? Ja, das war dann so ein bisschen, wo man so da saß und dachte, hä, okay, komisch. Naja, aber das war dann auch nicht weiter wild. Ich war in dem Moment viel zu schockiert, um darüber nachzudenken. Ja, und das war's, glaube ich, in Episode 1. Wir können ja noch ganz kurz so Momente, die uns aus der ersten Episode hängen geblieben sind. Und da würde ich mal anfangen damit, dass sie mich eiskalt erwischt haben, damit, dass man auf der Red Wedding anfängt. Ja, doch, das stimmt. Also ich fand aber auch den Anfangsmoment ziemlich gut. Da hatten sie ja dann auch,
Ich glaube, The Bear and the Maiden werden so, glaube ich, gesungen, oder? Ja. Genau, das fand ich schon richtig genial, als sie dann, als das Ganze quasi so reingezoomt ist und dann waren da erstmal alle nur am Singen und am Feiern. Das fand ich schon richtig super. Aber man hat natürlich gleich an den zwei Türmen gemerkt, wo man ist und wusste, dass es dann gleich auch sehr, sehr schnell losgehen wird. Das fand ich schon ziemlich cool. Was ich aber auch sehr super fand, war die ersten Momente auf der auf King's Landing. Ja, Königsmund. das Muss ging immer mir so ein auch so. bisschen im Kopf überlegen, wie das Ganze dann in Englisch jetzt, auf Deutsch jetzt heißt, weil ich die meisten Sachen eben auf Englisch schon geguckt habe und dann auf Deutsch manchmal noch nachgucke, beziehungsweise ja im Buch dann nachgelesen habe. Ja, das ging mir auch so. Also gerade dieser Moment, den wir vorhin schon besprochen haben mit Cersei, Tyrion und Margaery im Thronsaal. Ja, da habe ich mich so richtig, da habe ich so ein fettes Grinsen auf dem Gesicht gehabt und war trotzdem gerade total angespannt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich rede hier gerade mit drei Personen, die cleverer sind als ich, obwohl es nur NPCs in einer Geschichte sind. Ja, also Beziehungsweise, da merkt man schon so ein bisschen, also auf diesem großen Schachbrett ist man höchstens ein Bauer. ja, beziehungsweise bei Cersei eine Person, die denkt, dass sie schlauer wäre als ich. Ja. Ja, und natürlich, was wir jetzt gerade hatten, das Ende von Episode 1 war dann natürlich, auch wenn ich damit gerechnet habe, dass das nicht gut ausgehen kann mit Ramsay, als der dann mir einfach so unvermittelt das Messer in den Hals gerammt hat, da saß ich halt schon da und dachte, ey, Gott, das kann doch alles schon wieder gar nicht sein. Besonders, weil man jetzt auch, siehst du, ähnlich wie in der Serie gedacht hat, das wird jetzt der neue Hauptcharakter, Ja. wird er einem auch gleich in der ersten Folge genommen. Ja, also das haben sie auf jeden Fall schon gut hinbekommen, dass ich dann da mit offenem Mund saß und unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Und das, ja, darauf sollte man dann 2 Monate warten müssen. Es kam nämlich exakt 2 Monate später, die zweite Episode. Ja, und da ging es dann gleich am Anfang los mit einer Entscheidung. Und zwar bittet man ja Margaery erneut, der Familie zu helfen, indem sie die Glenmores dazu überreden soll, die Hochzeit zu arrangieren mit Roderick Forrester. Und ja, bei mir war es so, dass das eben in der ersten Episode habe ich sie drum gebeten, dass sie der Familie hilft und Joffrey war davon nicht so ganz begeistert, weshalb Margaery schon nicht so ganz angetan davon war, mir helfen zu müssen. Und dann war sie jetzt halt in der zweiten relativ sauer und man hatte jetzt die Wahl, ob man einen Brief von ihr mit ihrem Siegel fälschen soll, der diese Hochzeit forciert, oder ob man ihn eben nicht fälschen soll. Ach ja, genau. Ja, ich hatte sie natürlich auch darum gebeten. Hab aber dann lieber, statt den Brief zu fälschen, dann doch den Brief an diesen Saufkumpan ihres Vaters da geschickt. Ja, das Also. habe ich auch gemacht, weil ich dachte, ich habe auch schon in der ersten Episode ihr Siegel nicht genommen. Oh, das habe ich aber getan. Ja, ich nicht. Ich hatte zu viel Ich hab. Schiss davor, dass sie das bemerkt. Das bemerkt sie später auch, aber nicht, dass du das warst. Die bemerkt nur, Okay. dass das weg ist. Also sie sagt Okay. dann irgendwie, hier, nimm mein Siegel. Nee, nimm das Siegel meines Vaters. Meins ist irgendwie weggekommen. Oder Ja. meins ist irgendwie verschwunden. Aber sie weiß es jetzt nicht, oder sie sagt zumindest nicht, dass du das warst. Ja, aber es war mir trotzdem zu riskant und ich war dann auch ganz erleichtert, weil ja irgendwie genau in dem Moment, wo man anfängt zu schreiben, kommt auch Sarah schon reingelaufen und schnuppert, was man denn da so tut. Wobei ich in einem Podcast gehört habe, dass es wohl so ist, dass wenn man den fälscht, man damit die Hochzeit, also die Ehe tatsächlich stattfinden lassen kann. Also, ich habe immer versucht, das irgendwie, wobei da sind wir jetzt, glaube ich, wobei, ich weiß nicht. Weil ich gerade, ist das noch in der Staffel 2 gewesen oder in Staffel 3? Mit der Hochzeit. Ja. Das war in der zweiten. Das war in der zweiten. Also, ich habe da immer versucht, das quasi über die Worte zu machen, aber habe es eigentlich nie geschafft. Ich habe es höchstens geschafft, dass sie es verschiebt. Aber ich habe es nie geschafft, dass sie die annimmt. Ja, also da, wie gesagt, ich gucke ja immer noch bei anderen und lese mir das durch. Also es geht schon, dass man sie zur Hochzeit überredet.
Das können wir auch gleich als nächste Entscheidung nehmen. Also da war ich ganz überrascht, weil ich dachte beim Gespräch mit Elena Glenmore, dass man sie einfach nicht für sich gewinnen kann. Da war ich mir relativ sicher, so wie das Gespräch verlief, weil ich habe dann so gescherzt und sie haben sich an die Hände genommen und alles wirkte gut. Und dann kippte die Stimmung aber und sie sagte, naja, ich muss an meine Familie denken, es hat alles keinen Sinn. Und ich habe dann halt versucht, an die Liebe zu appellieren. Ja, und das hat ihr nicht gereicht und deswegen habe ich genau wie 54,4% der anderen Spieler eben dieses Eheversprechen verloren an sie. Ich hatte es dann so zwar auch nicht geschafft, diese Ehe zu machen, aber eben es geschafft, sie quasi hinzuhalten, dass das Ganze nur verschoben wird. Und habe dann gleich ihre Familie als Schutzschild gegen die White Hills genutzt. Ja, gut. Also ich weiß, dass Da irgendwie, war wenn sie man auch die. nicht gerade sehr erfreut drüber. Ja, ich weiß irgendwie, dass wenn man ihr einen Teil vom Ironwood und vom Wohlhaben der Familie verspricht, dass sie dann sich das überlegt, ne? Ja, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich war da zu sehr in meiner naiven Welt, in der ich dachte, dass Liebe alle Grenzen überwinden kann. Also ich hatte das auch mit der Liebe gesagt und da hat sie mir gesagt, dass man das eben, dass sie das zumindest verschieben kann. Okay, dann habe ich wahrscheinlich noch irgendeine Antwort falsch gegeben, weil bei mir hat sie ganz klar gesagt, du, das geht nicht. Naja, also so oder so, wir haben es jedenfalls beide nicht geschafft, dass die Heirat vonstatten geht. Ja, und wie gesagt, es ist wohl so, wenn man ihr so die Hälfte vom Ironwood verspricht, dann sagt sie wohl, ach so, ja gut, okay, dann kann ich es mir Aber wenn man mal. mal so bedenkt, wie viel Ironwood man nur noch so hat, das ist nicht mehr viel. Ja. Also, ich meine, die eine Hälfte ging an die White Hills. Wenn man jetzt ihr nochmal die andere Hälfte verspricht, heißt das, man hat kein Ironwood mehr oder bekommt sie jetzt die Hälfte der Hälfte, also bekommt sie nur noch ein Viertel von Ironwood? Aber ich glaube, man geht ja davon aus, dass man das zurückgewinnt von den White Hills. Ja, im Bestfall sollte man das annehmen. Ja. Ja, und danach kommt ja dann auch gleich Lord Whitehill reinmarschiert. Und eröffnet einem, dass er jetzt auch die andere Hälfte des Ironwoods sich noch nehmen möchte. Und ja, stellt als Bedingung dafür, dass Ryan zur Hochzeit kommen kann, dass man hinkniet und seinen Ring küsst vor Elena. Ja, Ja. und da war ich natürlich dann auch wieder so, als ich das nur quasi so, als dieses Delayed war, also als man die verschoben hatte, habe ich mich dann quasi geweigert. Als ich aber beim anderen Durchgang, weil ich musste das quasi nochmal neu spielen, als ich dann beim Review was reingeschnitten habe, muss ich ja rewinden. Und dann habe ich es so gemacht, als es da dann hieß, eindeutig nein, das wird nichts, habe ich es dann tatsächlich gemacht, dass zumindest Ryan noch kommen kann. Ja, also ich habe mich geweigert, weil ich in dem Moment halt noch dachte, okay, sie hat zwar gesagt, es geht nicht, aber vielleicht, wenn ich jetzt Stärke zeige und zeige, dass ich immer noch ein starker Lord bin und äußerst potent, wie der Meister betonen musste, dass ich mich eben weigere und ich wollte auch keine Schwäche vor denen zeigen und habe mir gesagt, ja gut, dann muss Ryan halt leider zu Hause bleiben, geht dann nicht anders. Nee, also ich habe da eher so ein bisschen im Kopf gehabt, was die dem da für Flausen in den Kopf setzen. Wir haben es ja gehört von der Gwyn. Schwester. War Gwyn. das die Schwester? Ja, genau, von der Gwyn jedenfalls. Das ist die Dass die Tochter ihm von. ständig. Ja, ich meinte jetzt die Schwester von dem, der hinterher eingesetzt wird. Jedenfalls, dass die dem da ständig erzählen, dass die Forresters überhaupt nichts tun würden, um ihn wieder zu bekommen, dass er da ewig verrotten würde und die den gar nicht lieb hätten und was weiß ich alles. Deswegen habe ich das dann hinterher so gemacht, nehmen wir den mit auf, kommt der mit zur der Bestattung und dann kann man wenigstens nochmal so mit ihm reden, dass diese Ideen, die sie ihm da in den Kopf setzen wollten, wenigstens keine Frucht tragen. Ja, und das fand ich auch sehr schön, dass die Entscheidung halt auch wirklich insofern Auswirkungen hat, dass man wirklich zwei komplett unterschiedliche Szenen zu sehen bekommt. Einmal mit Ryan, wenn man den Ring eben küsst,
Und wenn man den Ring nicht küsst, dass dann eben Gwyn kommt, um einem zu sagen, dass sie sich um ihn kümmert und so weiter. Und auch schon mal anzudeuten, dass sie nicht zwingend auf der Seite ihres Vaters steht. Ja, wobei ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie ich Gwyn einschätzen soll. Weil ich glaube, dass es keine Charaktere reinen Herzens in Game of Thrones geben wird. Ja, ich Außer Hodor bin, vielleicht. ja, außer Hodor vielleicht. Ich bin da, ja, also ich mache das ja auch immer als Let's Play und es ist für mich selber auch immer sehr lustig, das im Nachhinein anzugucken und meine eigenen Kommentare darauf nochmal zu hören, wie ich dann da so stehe und dann so, ah, kann ich ihr jetzt vertrauen? Und sie wirkt ja eigentlich schon vernünftig, aber und sie wegen ihr ist Escher im Exil und bla und blub und bin da dann auch immer, also ich bin da auch ständig am Ringen. Das ist auch viel schwerer mit den Charakteren, die man eben noch nicht kennt. Zum Beispiel von einem Ramsay weiß man, wie man ihn einzuschätzen hat. Ja, bei Ramsay hat man ja auch genug Vorgeschichte, um daraus zu lernen. Ja. Ja, und dann gab es noch zwei Entscheidungen, nämlich zum einen, ob man Cotta, also den Potato Thief an der Wall, ob man den beschützt vor Finn, dem Schläger, als er sein Messer geklaut hat, was ich gemacht habe. Ja, ich habe es auch getan. Also das gehörte sich einfach. Ja, Besonders da weil waren man wir sowieso auch. keinen guten Stand mit dem Schläger hatte. Ja, da waren wir also zwei von den 96%, die das getan haben. Und ich habe am Ende Miras Angreifer attackiert, als der den Grumeljungen ertränken wollte. Ja, das habe ich auch getan. Zumal ich dachte, wenn ich Auch jetzt also. allein schon der Kerl riskiert gerade das Leben für dich. Das wäre ja auch sowas von asozial, da jetzt nicht ihm auch das Leben zu retten, wenn der Angreifer, der dich angegriffen hat, jetzt auf ihn losgeht. Ja, wobei ich sagen muss, dass das gar nicht mein Hauptaugenmerk war, weil ich dem Jungen zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich vertraut habe, weil ich auch dachte, warum ist der immer im richtigen Moment da gerade? Und mir ging es eher darum, dass ich dachte, okay, der Junge wird verlieren gegen diese Wache und wenn die überlebt, dann habe ich ein richtiges Problem. Das war so mein Gedanke. Okay. Nee, also für mich hat er sich gerade dann in dem Moment eher zu einem der zumindest gut gesinnten Leute gesellt durch diese Tat. Und deswegen hatte ich ihm dann auch sofort geholfen. Allein schon, wenn du so überlegst, dass der Kerl ja auch von irgendjemandem angeheuert wurde. Ja. Und glaube, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass man den Kerl direkt töten sollte. Ich hatte jetzt eher gedacht, man verletzt ihn vielleicht so schwer, dass man vielleicht hinterher noch mit ihm reden könnte, wer ihn angeheuert hat oder ähnliches. Ja. Aber da ist Telltale doch etwas drastischer gewesen als ich. Naja, aber das sollte sich ja später auch so rausstellen, wer ihn angeheuert hat. Ja, und Wird das es war. wahrscheinlich noch, oder? Wird es wahrscheinlich noch, oder? Ja, also es wurde ja in der dritten Episode relativ deutlich angedeutet, dass das Cersei war. Habe ich irgendwie nicht aufgepasst, oder? Ja, weil sie ja Ja. dann diesen Bitch-Move auspackt, dass sie vor Margaery sagt, hier, du, was macht denn eine Handmaiden mit meinem Bruder? So, also eine Handmaiden sollte ihren Platz kennen und der ist nicht bei Tyrion Lannister. Okay, ich hätte das jetzt nicht wirklich schon dafür gesehen, dass sie den Mörder losgeschickt hat. Also ich habe das so Aber gedeutet, weil ich mir dachte, okay, in dem Moment, wo man es mit Tyrion getroffen hat, war nur Damien im Raum und Cersei weiß das und Tyrion hat es ihr garantiert nicht erzählt. Das war so für mich der Moment, wo ich dachte, ah, okay, es war Cersei. okay. Also Aber ich ich hätte kann. jetzt nicht gedacht, dass Cersei das jetzt irgendwie war. Also klar, Cersei ist zum einen immer ein Arschloch und hat auf jeden Fall genug Leute, die da sowas machen können. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eine normale, ich sag mal, so eine normale Dienstmagd, wenn auch von adeligem Stand, aber immer noch eine Dienstmagd, solch ein Ziel wäre, die von einem Attentäter getötet werden müsste. Vielleicht hat Cersei ja auch rausgefunden, dass sie den Wein getrunken hat, weil Tyrion hat ja gesagt, wenn sie das rausfindet, dann ertränkt sie sich in dem Wein. Kann natürlich sein, aber ich glaube,
Glaub's immer noch nicht. Ich glaube, da kommt noch was. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich bleibe bei Cersei. Na, ich glaube, da wird es noch was mehr geben. Und ich glaube, der Kohlenjunge wird zu Varys gehören. Der Spinne. Das kann natürlich sein, ja. Ja, Also das ist und natürlich jetzt große Vermutung. Das ist alles noch nicht raus. Das ist kein Spoiler. Das ist große Vermutung. ja, da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, aber das ist tatsächlich ergibt das Sinn, würde Sinn ergeben. Ja, und dann, also ich muss sagen, in Episode 2 war so in der eine große erinnerungswürdige Moment für mich war halt das Ende. Die Beerdigung von Lord Gregor und Lord Ethan Forrester. Oh ja, auf jeden Fall. Besonders das Lied, was dann hinterher kam. Ja. Und kann das sein, dass es davon verschiedene Versionen gab? Ja, es gibt insgesamt drei oder vier verschiedene Versionen, ich glaube vier, je nachdem, wie du dich gegenüber Ramsay verhältst in der ersten Episode. Dann singt Talia jeweils einen anderen Teilabschnitt. Ja, das fand ich auch ein ganz cooles Detail. Das ist mir dann auch aufgefallen, als ich das Lied dann nochmal hören wollte auf YouTube und plötzlich wurde da was anderes gesungen. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen und in dem Podcast auch gehört, dass sie jeweils was anderes singt, je nachdem, welche Antworten man gegeben hat und wie man sich verhalten hat. Ich frage mich ja, was er gesungen hätte, wenn man da gar nichts gemacht hätte. Man hatte ja immer die Chance, überhaupt nichts zu sagen, und sich quasi einfach rauszuhalten. Wenn man sich da einfach mal konstant dagegen entschieden hätte, überhaupt einzugreifen. Ja, das ja, kann ich dir nicht beantworten, weil Ich das für mich keine Option war. glaube, da waren wir beide nicht mutig genug, nicht einzugreifen. Ja. Ja, und jedenfalls, das war so ein richtiger Gänsehautmoment. Und da dachte ich auch, es war zum ersten Mal so, wo ich das Gefühl hatte, okay, das wird hier was Großes, so wo dann dieser Song einsetzt und man dann diese Bildermontage bekommt von den Situationen der einzelnen Forresters und Tuttles. Und ja, da saß ich da und hatte richtig Gänsehaut. Ja, das stimmt. Das war schon einer der richtig großen Momente. Und dann haben sie in der Vorschau zu Episode 3, da stand mir dann wieder richtig der Mund offen, nämlich in dem Moment, wo dann Escher und Co. vor der Höhle stehen und man den Drachen rausschreien hört. Habe mir so diese Vorschauen normalerweise selber auch nicht gegeben, weil das verrät mir meistens auch schon zu viel dann. Deswegen war ich im Intro dann doch noch geschockter, als ich dann den Drachen gesehen habe. Okay, ja, das kann ich verstehen. Nee, ich gucke es mir mal an, weil es normalerweise so vage ist und die Hälfte der Szenen es eh nicht in die nächste Episode schafft, die sie zeigen. Ja, und da saß ich dann schon so da und dachte, oh, what the fuck? Wir treffen auf Drogon. Ja, und damit geht's dann in Episode 3 ja auch gleich los, wo man sich dann nämlich entscheiden muss, ob man versuchen möchte, Beskar vor besagtem Drachen zu retten oder den Onkel, wie auch immer er nochmal hieß. Malcolm, genau. Fand es sowieso sehr schade, dass man den Onkel Malcolm nicht selber spielen konnte. Ich fand ihn nämlich schon in Teil 1 irgendwie cool. Also Ja, wo. ich hätte den auch am liebsten als Sentinel gehabt, weil ich mir eigentlich dachte, der hätte auch die smartesten Entscheidungen getroffen. Ja, wobei der in Episode 3 ja so ein bisschen bitchy ist die ganze Zeit und immer gegen Beskar schießt. Das hat mich ein bisschen genervt. Ah ja, am Anfang hat er da so ein bisschen, aber beiden haben sich jetzt auch noch nicht gekernt. Also Ja. von daher, die hatten eigentlich noch keine große Geschichte. Ich glaube, am Hof hätte der Malcolm dann wirklich mehr erreichen können als ein Roiland oder ein Duncan. Ja, Aber okay. das Ich kann. persönlich hatte da auch Malcolm bei dem Kampf hatte ich dann Malcolm geholfen. Weil ich mir auch dachte, die Veska schafft das schon. Ja, ich habe Beskar gerettet, weil ich den Drachen jetzt einfach mal als unmittelbar größere Gefahr wahrgenommen habe. Und ich das jetzt auch einfach mal so gespielt habe, dass Escher eben nun mal der verbannte Sohn ist und mit Beskar da nun seit Jahren umherzieht. Und ich das jetzt einfach mal so gedeutet habe, dass sie ihm wichtiger ist als Malcolm. Und ich ihn sehr auch sympathischer fand. Deswegen bin ich ihr zu Hilfe gekommen, was dann dazu geführt hat, dass sie unversehrt geblieben ist und Malcolm von dem Drachen angesenkt wurde. Von dem Drachen. Ja, also Ich der hat hätte dann. jetzt eigentlich gedacht, der kriegt irgendwie den Speer ins Knie oder so. Nee, gegen die konnte er sich noch wehren.
Und dann holt Drogon halt aus, um Feuer zu spucken, und er springt halt weg und wird so über die gesamte linke Hälfte verbrannt. Er überlebt Für die es aber. gesamte, okay. Bei Beskar war es jetzt so, ja, also die konnte dann quasi noch hinter diesen Stein springen, wurde aber dann natürlich auch verbrannt. Aber ich sag mal, da das Gesicht ja schon vorher die ein oder andere Narbe trug, hat sie jetzt nicht so viel, hat sie jetzt nicht so viel an Schönheit verloren. Ja, ja, das hat aber so an sich jetzt erstmal dann nur dazu geführt, dass er mir später das nochmal vorgehalten hat und mir nochmal gesagt hat, dass ich wissen muss, wo ich meine Prioritäten setzen muss und dass es halt wichtig ist, dass wir zurück nach Westeros kommen und nicht, dass Beskar nach Westeros kommt. Das Genau, hat und er dann. bei Beskar war es dann hinterher so, sie stellt das dann quasi auch zur Rede und sagt dann hinterher, sie hilft mir noch, diese Armee zu holen und dann wäre sie aber weg. Ah, okay, ist da richtig ein Bruch drin, offenbar schon. Es kann sein, dass, also bis jetzt ist sie natürlich ja noch da, deswegen kann es sein, dass man sie vielleicht später noch zurückkriegt, aber zurzeit scheint sie das doch recht zu nagen. Ja. Ja, die nächste Situation war dann die, wo bei mir anfing, alles zu eskalieren und ich das Gefühl hatte, ich mache hier gerade alles falsch, was man nur irgendwie falsch machen kann. Es kam dann nämlich zu dieser Szene, wo Cersei einen verpetzt bei Margaery, dass man sich mit Tyrion getroffen hat. Und dann soll man ja Margaery eine Antwort geben. Und ich habe so lange überlegt, ob ich sie jetzt anlüge und sage, es war nur ein Gespräch, oder ob ich ihr die Wahrheit sage, dass ich die Zeit verpeilt habe und am Ende gar nichts gesagt habe. Das hat dann dazu geführt, dass sie ja mich der Lüge bezichtigt hat und gesagt hat, ja, du kannst mir ja nicht mal mehr in die Augen gucken. Ich will dich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Du sprichst nie wieder ein Wort mit Tyrion. Ja. Daran habe ich mich dann gehalten. Das war ja dann die Entscheidung, wenn Tyrion ankommt und sagt, kann ich mal bitte mit dir sprechen? Dann habe ich ihn halt abgewiesen. Aber Margaery war halt trotzdem sauer, weil ich mich dann halt bei Tyrion bedankt habe für sein Angebot. Und dann wollte sie wissen, welches Angebot. Und ja, jetzt ist mein Stand aktuell, dass sie überlegt, mich auszutauschen als ihre Handmaiden. Ja, also die Sache mit der mit dem Austauschen kam bei mir jetzt auch. Ich hatte ihr gesagt, ich hätte mit ihr ich hätte mit ihm über Geschäfte, glaube ich, geredet. Oder ich hätte irgendwie, glaube, I made business with him oder sowas stand da. Also ich habe mit ihm Geschäfte gemacht. Und da war es dann eben auch so, dass ihm auf mich total sauer war. Und dass ich das quasi hinter ihrem Rücken gemacht hätte, war, wie sie halt so ist. Und ich habe ihr dann, hab dann hinterher, als Tyrion kam, habe ich natürlich auch ihn erstmal zurückgewiesen. Tja. Ja, und dann sollte man ihn ja nicht mehr wiedersehen. Also zumindest nicht mehr so, dass Ich man mit ihm frage mich sprechen aber konnte. immer noch, was wohl passiert wäre, hätte man mit ihm da gesprochen. Weil ich sag mal, dass man ihn danach dann nicht mehr so groß wieder zu Gesicht bekommt, ist ja klar, aber was Ja. wohl während des Gesprächs wohl noch passiert wäre. Ja, es wäre auf jeden Fall spannend. Das werde ich mir auch, glaube ich, die Tage auf jeden Fall nochmal angucken bei irgendwem, was dann passiert. Ja, genau. Aber ich muss sagen, dass ich diese Szenen in King's Landing in der Episode wirklich bockstark fand. Also ich finde, da haben sie so dieses Gefühl aus der Serie, was man so mit Eddard Stark mitgefühlt hat, dass ihm gerade alles aus den Händen gleitet. Exakt dieses Gefühl hatte ich jetzt selber beim Spielen. Dass ich so dachte, auch wenn es vorgegeben ist, was sie von einem wollen und wo es hinführt, dass ich trotzdem bei allem, was ich getan habe, dachte, oh Gott, ich habe wieder alles falsch gemacht. Ich fand es da auch sehr schön, dass sie die Rote Hochzeit und die Lilane Hochzeit beide gezeigt haben. Du wusstest sofort, was es ist, aber du hast keinen von den Morden gesehen. Du hast nicht mal die Darsteller davon da Ja. gesehen. Also weder den Robb Stark als Joffrey. den Joffrey Baratheon bzw. Lannister. Beide nicht gesehen, aber man wusste sofort, wo man sich gerade befindet. Und Ja. man war auch gleich in dieser Stimmung drin. Ja, das stimmt. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und die nächste Entscheidung war dann an der Wall. Nämlich kommt ja da dann der Mann, der Garretts Vater ermordet hat, an, Britt,
der dank Garrett Tuttle zur Wall geschickt wurde, und der konfrontiert einen dann oben auf der Mauer und ja, macht relativ deutlich, dass er einen gern tot sehen würde. Ja, das habe ich auch sehr gerne erwidert. Ich habe ihn sofort angegriffen. Und bei mir war es dann so, dann gab es ja hinterher diese Entscheidung, wie man ihn dann hätte töten können, glaube ich, ne? Ja. Ich habe ihn natürlich stilgerecht von der Mauer gekickt. Das habe ich auch gemacht, ja. Man hätte ihn ja auch allein lassen, also in Ruhe lassen können. Aber ich habe davor ein, zwei Mal versucht zu sagen, du bist, also mit dir gebe ich mich nicht ab, so. Aber in dem Moment, wo er dann versucht hat, mich umzubringen, war für mich klar, okay, egal, ob ich ihn jetzt laufen lasse oder nicht, es geht schlecht für mich aus, dann kann ich ihn jetzt genauso gut auch von der Mauer treten. Nee, also ich wollte da doch schon charaktertreu sein. Das war der Kerl, der die Familie getötet und die Schwester vergewaltigt hat. Von daher war das für mich relativ klar, dass der Kerl sterben musste, und das auch durch die eigene Hand natürlich. Deswegen war den da stehen zu lassen nicht die Alternative. Der Kerl sollte auf jeden Fall sterben. Aber ich habe es mir dann, also man konnte ihn ja irgendwie noch leiden lassen und alles. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich wollte dann wirklich stilgerecht ihn einfach von der Mauer kicken. Ja. Ich fand, das gehörte sich einfach. Wenn man schon einen Kampf auf der Mauer hat, dann muss man ihn auch darunter kicken. Ja. Nee, bei mir war es auch so, also mein Hauptgedanke war eher so, also wenn ich ihn jetzt umbringe, dann muss es schnell gehen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht gleich Jon Snow hinter mir steht. aber natürlich war dann besagter Finn da, mit dem ich mich vorher ordentlich zerstritten habe. Und ist sofort losgerannt, um zu petzen. Ja, stimmt. Das kam ja, ich glaube, das ist auch relativ egal gewesen, wie man sich entschieden hätte, außer wenn man Britt vielleicht leben gelassen hätte. Aber sag mal, das hätte ja so oder so verraten, allein die riesigen Blutflecken, die da auf dem Boden waren. Ja, ich war in dem Moment nicht Herr meiner Sinne. Ja, und dann kam eine nächste sehr starke Szene, wie ich fand, und zwar der Moment, in dem Griff Whitehill Talia nach draußen zerrt. Und ja, sie hat einen Soldat gebissen, weil der einfach sich am Essen in der Küche bedient hat. Und jetzt möchte Griff sie halt bestrafen. Und da bin ich natürlich erneut eingeschritten mit dem sehr kaputten Roderick und hab mich entschieden, mich gegen Griff zu behaupten. Also ich habe Gwyns Rat, mich unten zu halten, nicht angenommen, sondern bin jedes einzelne Mal, wenn ich zu Boden geschlagen wurde, wieder aufgestanden, auch dann noch, als er mir sein Schwert entgegengeweckt hat. Oh, so ähnlich wie Tom Cruise im Samurai, ne? Ja. Nee, also ich hab das genau entgegengemacht, weil ich hatte schon im Hinterkopf, ich habe gerade die Familie von den Moor-Dingsbums da, wo die Hochzeit stattfinden sollte, die habe ich nicht mehr im Rücken. Das heißt, auf die kann ich gerade nicht zählen. Ich kann keinen offenen Krieg beginnen, weil ich zu wenig Leute habe. Dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auf jeden Fall warten, bis Asha mit seiner Truppe kommt, damit ich da groß kämpfen kann. Das hatte ich ja. Also darauf habe ich quasi schon alle mobilisiert. Ich habe, ich glaube, das kommt später, ne, mit Roiland, wie man die Truppen mobilisiert. Jedenfalls, ich hatte jedenfalls immer gesagt, wir werden so schnell wie möglich angreifen, und habe mir dann gedacht, wir müssen aber warten, bis Asha da ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele das Spiel mit, da ich ja vorher das mit dem Kniefall vor dem Vater ja schon gemacht habe, damit der Ryan kommen konnte, habe ich es dann auch da gemacht, dass ich dann liegen geblieben bin. Einfach, damit ich dann für später genug Zeit und vielleicht auch Vertrauen habe, dass ich die eigenen Truppen zusammenziehen konnte, um dann wirklich dann den alles vernichtenden Schlag einzuleiten, bereit bin. Ja, mein Gedanke war so, also Gwyn sagt ja, man soll das Spiel mitspielen, damit es eben Frieden geben kann. Und mein Gedanke war aber so, wie der Griff und auch der Lord Whitehill da rumkokettiert haben, dass egal was ich tue, sie werden einen Grund finden, warum sie angreifen müssen. So, und wenn es ist, dass ich sie schief angucke, und dann dachte, war mein Gedanke so, okay, dann versuche ich jetzt lieber meine Würde zu wahren vor meinem Volk und stark auszusehen, damit, wenn dann Escher kommt, ich quasi das Volk im Rücken habe und als starker Lord dastehe.
Und ich wollte mich auch irgendwie von diesem Arschloch einfach nicht rumschubsen lassen. Es war, ja, und wie gesagt, mein Hauptgedanke war, okay, die sind so aggressiv und so böse und so in ihrer eigenen Welt, dass egal was ich tue, sie werden alles, was ich mache, als Angriff auf sie sehen. Hast du die Das. Soldaten eigentlich betrunken gemacht oder hast du die hungern lassen? Ich habe sie betrunken gemacht. Ah, okay. Aber das hat ja leider Lord Whitehill relativ schnell durchschaut. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass Griff eben irgendwann total ausrastet, sein Schwert zieht und meint, bleib jetzt unten, du Hund. Und dann bin ich wieder aufgestanden und dann ist er wutbebend davongegangen und hat gesagt, das wird ein Nachspiel haben, was ich ihm gerne so glauben möchte. Oh ja, ich glaube schon. Also Griff scheint ja ein sehr aufbrausender Charakter zu sein. Da wird wahrscheinlich jeder kleine Funken Widerstand schon ein böses Nachspiel haben. Ja, und Talia war dann aber sehr zufrieden mit mir. Sie hat gesagt, es wird zwar Konsequenzen haben, aber du sahst sehr stark aus und sie hat mir dann noch gesagt, dass sie auch bereit ist, ihren Teil zu tun und dass sie alles machen würde, um diese Familie zu retten. Das hat sie bei mir auch getan, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, dann unten liegen geblieben bin. Und ich hatte ihr dann, als man da oben auf diesem Turm stand, hatte ich ihr quasi erklärt, warum wir das Ganze machen. Dass wir nicht aufgegeben haben, sondern dass wir uns quasi jetzt auf den Krieg vorbereiten und jetzt darauf warten, dass wir eben zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen können. Da hat sie dann eben auch gesagt, dass sie der Familie helfen möchte und so weiter. Ja. Also, das tut sie wohl in beiden Fällen. Ja, und dann, also das waren die Entscheidungen so. Ich war mit jeder einzelnen in der Unterzahl, Gab die noch ich eine getroffen. große Entscheidung. Ja, habe ich die jetzt Und übersehen? Ach ja, der, ja, stimmt, der Vertrag, ja. ob man jetzt Ryan befreien möchte oder ob man Griff bekriegen möchte. Stimmt, ja. Ja, da habe ich mich entschieden, das war ja bevor das alles gesagt wurde mit wir wollen Frieden und Gwyn möchte eine Audienz und so. Und da habe ich mich halt entschieden, Griff anzugreifen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich ihn als Geisel habe oder so, kann ich vielleicht zumindest, habe ich auch was in der Hand. Und ich dachte, ich habe meinen Leuten nicht zugetraut, dass sie es schaffen, Ryan zu retten, ohne dass das alles katastrophal endet. Und dann dachte ich, okay, dann kann ich genauso gut versuchen, selber eine Geisel zu bekommen. Ja, wie gesagt, ich selber habe ja auch immer gesagt, hatte ich ja jetzt am Anfang, glaube ich, schon erwähnt, ich fand das war auch bei den Starks einfach der Fehler, dass sie eben das Leben der einzelnen Leute da über das der ganzen Familie gestellt hatten. Das wäre jetzt in diesem Fall natürlich Ryan gewesen. Ja. Man kann natürlich sagen, wir müssen unbedingt Ryan retten, ja, Ryan retten. Aber es ist in dem Sinne nicht logisch gewesen, weil man immer noch eine große Armee in den eigenen Toren hat, ne? Also, wie hieß es so schön? Man hatte zwar dann vielleicht den Ryan hinterher sicher, aber man hat halt kein sicheres Zuhause, wo man ihn unterbringen könnte. Ja. Das heißt, der wäre so schnell wieder weg. Man hätte so viel auf sich genommen, um ihn dann hinterher doch wieder verlieren zu können. Und da ist es mir dann doch lieber, wenn ich den großen Griff da einfach mal nehme und dem am liebsten noch das Haupt abschlage oder eben ihn als Geisel nehme, um selber Druck zu haben und so schon mal sicher zu sein, dass die Familie ein Stück sicherer geworden ist, als wenn ich jetzt mein ganzes Bestreben darauf setze, diese eine kleine Geisel zu retten, die sowieso jeder wieder vergisst. Also wie gesagt, mir bleibt da sowieso nicht im Kopf. Ich hab sogar am Anfang, als sie mich gefragt haben wegen Ryan und hier, sag schon, der Bestattung, hatte ich mich erstmal gewundert, wer war nochmal Ryan? Also, der ist bei mir so schnell aus dem Kopf verschwunden, da war das für mich ehrlich gesagt auch keine große Entscheidung mehr, was ich da mache. Ja, und wir haben tatsächlich noch einen vergessen, das habe ich jetzt gerade übersehen, und zwar, ob man den Vertrag mit Tyrion, den der schon aufgesetzt hatte für das Ironwood, ob man den verbrennt oder ob man ihn behalten möchte. Ja, ich glaube, das war auch die letzte Entscheidung, die man hatte. Ja. Von daher passt sie ja chronologisch noch. Ich persönlich habe es behalten, weil ich mir dachte, man kann es im Notfall wohl immer noch mal gebrauchen.
Es kann natürlich auch sein, dass es geklaut wird und dann kann es gegen einen gesetzt werden. Ja. Also ich habe es verbrannt aus dem Grund, weil ich dachte, die Belastungsmaterialien gegen Myra sind schon so viele. Und zwar hat die Wache sie ja gesehen mit Damien. Cersei weiß, dass sie mit Tyrion was zu tun hatte. Ich habe das Messer mitgenommen in der zweiten Episode, muss ich dazu sagen. Ich habe es einfach da gelassen, weil ich mir dachte, Fingerabdrücke können die jetzt nicht überprüfen. Genau, da habe ich in dem Moment aber nicht dran gedacht. Also ich habe das Messer noch. Und dann dachte ich, okay, und wenn ich jetzt noch diesen Vertrag habe, dann hat man vier Sachen, also vier potenzielle Sachen, mit denen sie mir an den Kragen können. Deswegen habe ich den lieber verbrannt, weil ich dachte, okay, was soll mir ein Vertrag mit einem todgeweihten Tyrion Lannister bringen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir dann eher gedacht, die Leute wissen sowieso, dass man einen Vertrag mit dem hatte. Ich meine, da war ja der Kaufmann von den White Hills noch dabei. Ja. Und der meinte ja auch, man könnte da irgendwie gemeinsame Sache machen. Und bei ihm ging es da ja dann auch darum, dass man diesen Vertrag, dass er diesen Vertrag zurückhaben könnte. Und so könnte man zumindest beweisen, dass man den Vertrag zurück hat. Könnte ihn dann immer noch verbrennen. Aber man könnte vielleicht dort neue Geschäfte eingehen. Ja, da habe ich ihn, also ja, ich war so, okay, ich muss den vernichten. Ich war genauso in Panik wie Myra selbst. Und war im Nachhinein aber auch ganz froh, weil ich entschieden habe, dass ich mit dem auf keinen Fall gemeinsame Sache machen darf, weil Gwyn einem ja gesagt hat, dass Lord Whitehill einen bezahlt in King's Landing, um die Forresters zu manipulieren. Und das wird ja dann wohl der sein, vermute ich mal. Ich weiß nicht, das wäre mir, glaube ich, zu offen, wenn es der Kaufmann von den White Hills wäre. Ja. Oder aber es ist der Kohlejunge. Und Das der führt. glaube ich persönlich wieder nicht. Also der hat ja jetzt geholfen. Der hätte ihr gar nicht helfen müssen bei der Ja. Sache mit Tyrion. Der hätte das nur verraten müssen und dann wäre klar gewesen, dass Mira da was mit zu tun Ja. hätte und dann wäre sie einen Kopf kürzer gewesen. Ja, glaube ich auch nicht, aber ich möchte immer nichts ausschließen bei Game of Thrones. Wer weiß, Ja, stimmt. welche komischen Irrungen und Wirrungen dieses Verhalten hat, aber also ich habe das schon so verstanden, dass der Kaufmann gemeint ist, der ja, der quasi da ist, um den Forresters an der Front auch nochmal in den Hintern zu treten. Und ja, dann gab es ja noch die Info, was ich auch interessant fand, dass man einen Verräter an den eigenen Reihen hat. Oh ja, und da hatte ich nämlich schon gleich jemanden im Kopf, den ich nämlich von Anfang an nicht getraut habe. Und das war dieser Meister. Ja. Meister Odre Tengrin. Gün und Tengrin, genau. Den habe ich von Anfang an, habe ich nicht gemocht. Ich habe mir sogar schon am Anfang überlegt, ob ich dem überhaupt diesen Saft nehme, den er mir am Anfang angeboten hat, um die Wunden zu beheilen, weil ich dem einfach überhaupt nicht getraut habe. Ich Ja. habe mir gleich gedacht, der vergiftet einen oder was weiß ich. Besonders der Kerl. Also man denkt am Anfang vielleicht immer sofort, es ist dieser Roiland, einfach weil der ich sag mal, so ein Gesicht hat, wo man nicht immer gleich denkt, der lupenrein ist. Aber dieser Otengrin, dieser Ogryn, wie auch immer er jetzt heißt, Meister O hat so ein Gesicht, wo man denkt, ja, der ist vertrauensvoll und so weiter. Und für mich ist der einfach für einen Plot so geschaffen, dass das jetzt der Verräter ist. Ich glaube einfach, das wird er sein. Der Roiland Ja. hat sich schon zu sehr für einen eingesetzt. Wenn man zum Beispiel, als man da niedergeschlagen wurde, wollte der eingreifen mit dem Schwert. Der Duncan setzt sich ja auch für die Familie eigentlich ein. Den schätze ich zumindest nicht so, dass der das machen würde. Ja, für mich ist Meister O auf jeden Fall der Hauptverdächtige Nummer 1 Ja. von den dreien. Ja, für mich auch. Also Roiland glaube ich nicht und Duncan war bei mir schon aus dem Grund raus, weil er ja das Treffen mit Gwyn organisiert hat überhaupt erst, sodass man diese Info bekommt. Und es hätte für mich nicht reingepasst, dass er das macht, wenn er in Wahrheit der Verräter ist. Außer halt Gwyn treibt auch wieder ein, spielt auch ein doppeltes Spiel, sodass es quasi ein Verräter, dass es eine Finte ist, dass sie das mit dem Verräter sagt. So.
Und aber ich glaube auch, ich hatte auch sofort Meister Otengrin Ein Verräter unter unseren Verrätern. im Visier. Und ja, bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Ich habe das der Mutter übrigens gesagt und habe es danach sofort so ein bisschen bereut und dachte, die ist im Moment ja von der Psyche her nicht so besonders stabil. Vielleicht war das nicht so gut, ihr das zu sagen, dass wir vermuten, dass es einen Verräter gibt unter uns. Glaube, ich habe ihr das erzählt. Meine aber auch, glaube aber auch, dass es ganz gut wäre, dass mehr Leute wissen. Weil im Notfall ist es dann wirklich so, man findet da irgendwas heraus und wird abgestochen und dann weiß das außer dir kein einziger und dann kann er so weiterleben. Wenn es aber noch jemand mit da weiß, dann kann da natürlich wieder was passieren. Ich sag nur Ned Stark, ne? Ja, Oder hier der sein Lehrmeister beziehungsweise die vorherige Hand hatte ja genau das gleiche gemacht. Er hat das auch keinem erzählt und deswegen ging es ja so weiter. also ich bin jedenfalls gespannt, wenn das jetzt Meister Otengrin ist, was da noch passiert. Weil ich bin auch am Anfang, ich habe ganz am Anfang der ersten Episode nicht mitbekommen, dass Lord Forrester mir gesagt hat, oder ich habe es wieder vergessen, dass er mir gesagt hat, ich soll niemandem sagen, dass er mir das gesagt hat mit dem North Grove, dass der nicht verloren werden darf. Und ich bin halt fröhlich in Iron Rass angekommen und habe das erstmal allen erzählt, auch dem Maester. Stimmt, das hatte man ja am Anfang noch. Ich hab da wirklich bei allen die Klappe gehalten, bis auf Duncan, als wir ganz alleine waren. Also wirklich, ich habe ihm nicht mal das gesagt, als noch die anderen dabei waren. Ich habe dir überhaupt nichts zugesagt, sondern erst, als ich dann auf dem Weg zur Mauer war, wo man dann ganz alleine mit Duncan nochmal reden konnte. Da habe ich ihm das dann nochmal gesagt. Also Ja, bei mir wäre es dann es. wieder die Alternative, es hat überhaupt keiner bis auf Duncan erfahren. Ja. Also bei mir war es eher so, er sagte dann so, das hast du doch keinem erzählt, oder? Und ich so, oh, das sollte ich keinem erzählen? Scheiße. Ich Ja. dachte, das ist ein Sprichwort. Ja. Ja, mal sehen, ob sich das noch rächt irgendwann. Ja, und ich finde die dritte Episode, also die fand ich wirklich bisher am besten, muss ich sagen. Ich fand, die war von vorne bis hinten gut geschrieben. Mein Herz hat oft gerast in Situationen, beispielsweise mit Griff, weil ich wirklich dachte, in dem Moment, wo er das Schwert gezückt hat und ich wieder aufgestanden bin, dachte ich, oh Gott, hoffentlich mache ich hier gerade keinen Fehler. Also sie haben mir wirklich öfter mal glaubhaft vermittelt, dass jetzt hier gerade mein Kopf auf dem Spiel steht. Auch da, wo dann Asher und Co. bei ihrem alten Söldnerkumpan da reinkommen und er dann sagt, ja, was willst du, Auge oder Hand? Und ich War ich dachte da? so, okay, Was hast du genommen? ich habe Auge gesagt. Ja, ich auch. Und hab aber war schon so am Weggucken und dann fing er an zu lachen und dann habe ich so richtig gemerkt, okay, mein Körper entspannt sich, alles ist gut. Ja, ich hatte auch gedacht, der sticht da wirklich noch zu, aber ich muss sagen, danach musste ich wirklich lachen. Also, Ja. das war wirklich noch eine gute Szene, die im Kopf bleibt. Aber ich muss sagen, die Folge ist natürlich auch nur so gut geworden, weil sie eben auch noch auf den davor aufbauen konnte. Weil sie sich dann quasi so ein bisschen steigern konnte aus dem Ganzen. Und lässt auf jeden Fall schon zu hoffen übrig für die nächste Staffel. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was denn da mit dem North Grove passieren soll. Es gibt ja, also es wurde ja, glaube ich, gesagt, das ist noch mal quasi so ein eigener Hain in einem Hain oder sowas, Ja, ne? genau. Und das soll Und wohl eine Festung sein mit magischen Kräften. ich nehme an, dass da vielleicht die Kinder des Waldes mit zu tun haben könnten. Ja, das war ja auch gezeigt, ne, dass das in der Nähe von so einem riesigen Weirwood ist. Also ich vermute mal, dass sich Garrett jetzt so auf den Weg Richtung Bran macht, so langsam. Richtung wenn? Naja, weil Bran ist ja jetzt am Ende der Ach, vierten Brandon, Staffel. ja, okay. Ist er ja angekommen da. Und ich glaube, dass er jetzt so da in die Richtung gehen wird. Es hat mich aber auf jeden Fall sehr gefreut, dass sie ihn von der Night's Watch zumindest offenbar wieder lösen. Weil Ich ich so ein fand es bisschen, weil. ein bisschen schade, dass sie es wieder so gezwungen machen. Man ist gerade mal quasi eine Folge da und sofort kommt dann der Duncan her und sagt, du musst hier wieder weg. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann hier nicht weg. Ich habe gerade meinen Eid geschworen und alles. Und hier, das fände ich zum Beispiel auch schon blöd. Egal, wie du dich da entscheidest, du wirst hinterher immer dazu gezwungen, dass das
dass du dann eben von dieser Nightwatch weggehst, weil du bist ja jetzt dabei zu fliehen. Ja, ich fand es irgendwie ganz gut, weil ich war so, als er da hingeschickt wurde, dachte ich so, ja, okay, jetzt erlebe ich also aus seiner Sicht den Angriff der Wildlings und so, aber was soll er denn da groß bewirken? Und ich war ganz froh, dass man ihm jetzt irgendwie einen Sinn gegeben hat, weil ich hatte echt Angst, dass er so eine Filler-Rolle bekommt. Und das scheint jetzt ja nicht der Fall zu sein. Ja, also er scheint noch eine eigene, er scheint schon eine eigene Rolle zu bekommen. Aber die Frage ist halt nur, wie groß wird diese Rolle werden? Denn innerhalb des großen Ice and Fire-Zyklus, sag ich mal, kann er ja jetzt nicht so viel Bedeutung gehabt haben. Es kann also jetzt kein großes Gegenelement gegen die weißen Wanderer oder sowas gewesen sein, was er dann da finden wird. Ja. Es kann zumindest nichts Großes sein, was jetzt ganz Westeros irgendwie, was die dann irgendwie, ja, sag schon. Ja, was halt was die große Geschichte beeinflusst, ne? Genau, was die irgendwie beeinflussen wird, das wird wirklich nur auf diesen Clinch gegen die Whitehills Ja. irgendwie sein. Ja, also das ist so ein bisschen das kleine Problem, was sie halt sowieso haben, dass man immer weiß, Und okay, da an der großen Geschichte wird sich nichts ändern. So. finde ich es auch schon mehr als hinterhältig, wie einfach sie den Garrett Tuttle da ins offene Messer rennen lassen, während sie sich um den Rhein total viele Sorgen machen. Also bei Garrett ist es so, der soll da oben hin, soll sich dieses North Grove angucken und alles. Und er soll da seinen Kopf riskieren. Wenn er da von der Nachtwache wegrennt, ist es klar, dass er Deserteur wird. Und sobald der gesehen wird, wird er getötet. Aber bei Moraine scheuen sie wieder keine Kosten und Mühen, dass der lebend zurückkommt. Und das finde ich sowas von hinterfotzig, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, tja, im Prinzip auch da die Parallele zu Jon Snow, ne? Den man zur Wall abschiebt und ihm sagt, ja, da wirst du Ehre und alles erlangen und im Prinzip war Catelyn froh, dass er nun weg ist. Ja, wobei bei Catelyn ist War es halt noch ein ja, Bastard, also ja. ja, wobei da haben wir ja auch, gibt es ja auch noch ein paar Ideen, unter anderem auch von mir, was denn da noch genau mit ihm sein soll, aber ich glaube, das passt eher in den anderen Podcast. Ja. Von Ja. daher werde ich mich da jetzt noch nicht groß drüber aufregen. Ja, und dann, wie gesagt, endet die Episode quasi mit dem, wo sie angefangen hat. Nämlich angefangen hat sie ja mit dem Kampf gegen Drogon, den sie übrigens relativ eindrucksvoll hinbekommen haben, finde ich. Also da war ich überrascht, wie gut der aussah für ihre Verhältnisse. Und endet dann damit, dass Asha bei Daenerys Targaryen aufläuft und ihr sagen möchte, dass er ihren Drachen gesehen hat und weiß, wo der ist. Da hatte ich auch schon ein ziemliches Grinsen im Gesicht, weil ich persönlich finde ja Daenerys Targaryen eigentlich schon ganz cool. Ist zwar nicht mein Lieblingscharakter von der Serie, aber ich mag sie schon sehr. Und ich finde es auch gut, wie sie die hinbekommen haben. Ja, das hat mich auch überrascht. Also die haben sie wirklich von den Hauptcharakteren am besten getroffen bisher. Ja, Ja. und ja, sie sagt dann den bedeutungsschwangeren Satz quasi, wenn du über meine Drachen reden willst, dann überleg dir deine Worte gut und dann wird schwarz geblendet und die Episode ist vorbei. Und das finde ich ganz interessant, weil das im Prinzip ja, also so am Stand der Serie ist ja Drogon gerade auch weg und da bin ich gespannt, ob jetzt quasi das Spiel so ein bisschen was aufgreift, was dann jetzt in der fünften Staffel kommen wird unter Umständen. Es sollte aber voraussetzen, dass die Leute von Telltale schon, schon quasi in die fünfte Staffel reingeblickt haben konnten. Ja, also müssten sie eigentlich ja, weil sonst glaube ich, würden die sowas nicht schreiben, oder? Was schon so Weil, in also Richtung da kann ich fünfte Staffel zumindest geht. jetzt nochmal kurz sagen, die fünfte Staffel soll ja Elemente besitzen, die es im Buch so noch nicht gegeben hat. Also beziehungsweise diesmal nimmt die Serie tatsächlich den Büchern etwas voraus. Das Ja. ist im Buch noch nicht geschrieben und das wird in der Serie aber kommen. Okay.
Naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Sie haben es auf Und jeden Fall in der, ich wollte noch mal ganz kurz einsetzen, bevor du abmoderierst. Sie haben es auf jeden Fall jetzt geschafft, dass man die Telltale-Reihe auf jeden Fall wirklich mit in die Lore von Game of Thrones mit einbeziehen kann, dass man das wirklich so als richtigen Bestandteil der Serie mit aufnimmt. ja, das stimmt. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Freue mich, dass wir noch drei Episoden vor uns haben, also gerade erst durch die Hälfte durch sind. Und ja, bin mal gespannt, was da noch so kommen wird und worauf das Ganze hinausläuft. Und ob es denn überhaupt einen richtigen Abschluss haben wird oder ob es eine zweite Staffel geben wird. Ja, ich persönlich glaube schon, dass es eine zweite Staffel geben wird. Allein schon, weil die Bücher sich ja jetzt auch noch eine ganze Weile ziehen werden. Ja. Ansonsten müssten sie ja wahrscheinlich die Folgen jetzt noch recht weit ziehen, damit das dann auch ungefähr bis ans Ende reicht. Ja. Von daher, ich glaube, wir werden noch einigen Spaß mit Game of Thrones von Telltale haben. Ja, das ist doch ein schöner Abschlusssatz dafür. Dann bedanke ich mich, dass du deine Zeit uns aufgeopfert hast, Ach, unsere gerne Namen doch. zu ersetzen. Schaut auf jeden Fall mal beim Potato Club vorbei. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, um hier mal die Standard-Werbesätze aufzulisten. Und ja, dann sehen wir uns bei einem unserer anderen Projekte oder hören uns bei einem anderen Podcast. Bis dann, euer Gauton. Ciao. Ciao, ciao.